Hallöchen, meine Lieben. Nächster Tag, nächster Geburtstag. Philipp! Das ist blendet so stark. Bisschen mehr in den Schatten stellen. Ihr werdet zwar die Vlogs nicht unmittelbar hintereinander jetzt gesehen haben, aber die Michelle hat am 15. Jänner Geburtstag und der Philipp am 16. Und ja, der hat einen Dino-Ballon! Und dieser Dino-Ballon hat leider seinen Geist aufgegeben. Der war... Ich glaube, vom System her komisch, oder? Also, erstens mal ist er geplatzt beim Aufblasen. Kann ja immer mal passieren. Aber die Füße... Schaut mal, die Füße, die haben so, weiß ich nicht, vielleicht haben die es falsch gemacht, aber das ist so zum Ankleben oder so. Ja, leider gibt es keinen Dino-Ballon für mein Dino-Baby. Aber wenn immer das Platz. Lara, lass ihn, er mag jetzt nicht kuscheln. Lara, nicht, der ist zu so schwer für dich. Der Bauer pustet noch ganz viele Ballons aus. Schreien. Papa, was ist? Er macht gleich Pock. Patienten, da geht noch. Da geht. Philipp hat sich auch mich gekrankt. Papa hatte mich vorhin schon einige Ballons zerplatzen lassen und die Kinder sind traumatisiert. Oh, schau mal. Das ist ein Rest. Ich muss die Kinder oder anzahlen. Ja. Wow, so ein großer Ballon. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal wieder frühstücken und Torte essen, Geschenke aufmachen. Das ist zu weit hoch. Hey, was macht ihr? Ob da jemand vielleicht ein bisschen Angst hat? Das ist er. Willi! Und Michelle hat noch ihre Bindung hier. Hallo! Lara, hast du wirklich so Angst? Nein, ich habe keine Angst. Lara mag nur so Theater. Ah, ich werde nicht wie in Kasper-Theater gehen. Das ist eine gute Idee. Ja. Ah, Philipp hält sich ein bisschen Angst. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ja. Magst du Kasper-Theater gehen? Ja, Mama, ja. Diese Dinos. Ja, das gibt so einen Haken immer. Ja, da muss jetzt irgendwie so rein. Ah, da, warte, schau. Da gibt es so, so Büroklammern. Philipp. Esst mal Brot. So, jetzt sind wir alle am Frühstücken und herrscht teilweise Ruhe im Haus. Endlich, Mann. Ja. Und wir haben so viele Ballons, da fühlen wir sich wie in einem Ballonball. Ja, lass die Oliven bitte. Die Lara hat nicht morgen Geburtstag. Na, die Lara würde jeden Tag einen Geburtstag feiern. Gell, Lara, dir gefällt Geburtstag feiern, gell? Ja. Egal von wem, Hauptsache eine Geburtstagsfeier. Ja, Torte, ja, Geschenke. Geschenke verfallen am meisten. Bitte Philipp auch Geschenke. Ich hab's alles gut.
ja schon gewohnt, aber nein. Weil du schöne Torte hast. Das geht mal. Was will ich da? 2 Stunden später. Später. Kaka? Ja. Nein, das ist nicht Kaka. Das sind so Steine. Geröll. Ich hätte ja auch noch mal aufgedacht. Der Gino hat geschissen. Geröll. Ob ich diese Playmobil Grünzeug wieder rausbringe? Du schneidest den Playmobil. Okay, Bauer, kannst du schneiden? Ja. Papachen. Wer wieder erste? Boah, das ist ein fettes Stück. Ich esse nur die Hälfte davon. So, wir haben jetzt ein Foto gemacht. Das dauert immer bei uns immer lang. Ich auch mal. Lecker. Philipp! Das ist schwierig, wenn hier so viel am Tisch ist. Die Lara holt jetzt die Geschenke. Philipp! Halt das mein Kuchen! Ja, wenn du jetzt nicht isst, Lara, ist er nicht. Oh! Jetzt mache ich ihn gar nicht mehr ein bisschen. Ja, mach ab. Kommt sie her! Ich hab die Lara am Meer, ich fahr beim Ausfall. Ich mach mal das. Jetzt möchten die anderen sein. Wie die Lara gemacht. Wow! Der Dino will auch gucken. Komm, nächstes Spielzeug. Hey, frisch mal das. Philipp, schau mal, schau mal. Hier, hier. Wow, das ist ein Handy, oder? Ist das ein Telefon? Mit dem kannst du den Papa immer anrufen, wenn du in Schwierigkeiten steckst. Ja, das ist ein Vorschlag, das ist ein FaceTime mit dem Papa. Warte, Lisa, warte. Philipp, mach auch auf. Lass den Philipp mal auch aufmachen. Er möchte nur das Kind. Oh. Und jetzt das größte Geschenk. Philipp, schau mal. Schau mal. Und dann nimm dein Lolli mal. Oh mein Gott, ich kann gar nicht hin hier. Von lauter Freunde. Glückliche Kinder. Was? Philipp, hast du dein eigenes Auto? Zeig mal, was hast du da in der Hand? Was hast du bekommen? Ich bin da so gelandet! Wow, ein Regenbogen-Lolli. Schaut mal bitte an, wie süß der Philipp mit seinen neuen Spielsachen spielt. Das ist schön, mein Schatz. So schön. Aber wir gehen alle, ja? Natürlich. Oh, Achtung. Achtung. Echt tolle Spielsachen, was der Philipp gekriegt hat. Der Philipp findet das toll, gell? Ja. Sausia. Der Philipp hat auch von Eichhorn so ein schönes Handy gekriegt. Zeigst du mal dein Handy? Nein? Magst du bitte mit deinem Auto fahren? Mir gefällt das dann. Ja?
Wir fahren jetzt zum Kaschel. Ja, jawohl. Zum Philipp sein Geburtstag gönnen wir uns jetzt ein bisschen Entertainment-Programm. Der Body meine Abwechslung. Ganz stark. Schaut mal, der auf Patrick kurz zu schwenken. Und Patrick, wie ist die Begeisterung? Ja, jetzt wenn er beim Kasperl ist, kommen die Erinnerungen hoch. Ne? Wenn man einen 16 Jahre jüngeren Bruder hat, ist das so. Ja, aber als du klein warst, warst du auch mit uns sehr oft. Er meckert eh nicht. Er nimmt sie wie ein Mann. Ja, auf jeden Fall, Kasperl wartet auf uns. Juhu! Nehmen wir euch auch mit. Dann muss man fragen. Gute Überleitung, gell? Genau. Also, sagt's einmal, liebe Kinder, liebe Ausgewachsene, seid ihr alle da? Ja! Ja! Wir sind wieder zu Hause, meine Lieben, und wir haben uns was vom Chinesen geholt. Wo ist mein Essen eigentlich? Aha. Thank you. Wir haben uns was vom Chinesen geholt, weil wir hatten jetzt kein Walking Essen zu gehen. Und wir schauen ein bisschen Walking Dead. Wir schauen ein bisschen Walking Dead. Wir haben im Pyjama schon angezogen, zumindest die Kleinen. Ja. Wir werden jetzt auf jeden Fall noch unseren Abend genießen und jetzt einmal vom Vlog verabschieden. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!